Hey Leute, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Heute zeige ich euch 4 Hacks gegen Langeweile. Das Video kommt heute online, weil das Video gestern bei weitem noch nicht fertig war. Denn eigentlich kommen meine Videos immer sonntags online. Mein erster Hack ist, dass man sein Traumzimmer, Traumhaus oder Traumvilla zeichnet. Das macht wirklich Spaß, auch wenn ihr, wie ich jetzt, nicht die begnadetsten Zeichner seid. Ich habe jetzt einfach mein Traumzimmer hier gezeichnet. Mein zweiter Hack ist, einfach Fotos zu machen. Ich habe ja alle meine Balea-Produkte, weil ich die Verpackungen immer so schön bunt finde, auf einen Tisch gestellt und eine Kunstblume noch als Dekoration dazugelegt. Dann habe ich noch einen Hintergrund festgelegt und Fotos gemacht und die könnt ihr natürlich noch auf Instagram posten. Mein dritter Hack ist ein DIY und für dieses DIY braucht ihr buntes Papier, eine Schere, Stifte und ein Einmachglas oder ein Marmeladenglas. Auf das Papier müsst ihr alle möglichen Aktivitäten, die Langeweile vertreiben können, wie zum Beispiel Backen oder Kochen schreiben. Auf die Sachen müsst ihr jetzt nicht unbedingt im Moment Lust haben, aber vielleicht hilft euch das ja ein andermal dann weiter. Wenn ihr dann fertig seid, müsst ihr alle Aktivitäten, also alles, was ihr geschrieben habt, ausschneiden in so kleine Kärtchen. Diese Kärtchen faltet ihr dann noch in der Mitte oder ihr drittelt sie, je nachdem wie groß die Kärtchen sind. Die Kärtchen füllt ihr dann in euer Einmachglas oder halt Marmeladenglas. Dann müsst ihr das Ganze noch zumachen und wenn ihr wollt, könnt ihr es noch schütteln. Und wenn ihr dann wieder Langeweile habt, müsst ihr ein Kärtchen aus dem Glas ziehen und dann habt ihr schon mal eine Idee, was ihr machen könnt. Hier habe ich euch das nochmal demonstriert. Und so vertreibt ihr dann erstmal so Langeweile, aber auch wenn ihr später wieder Langeweile habt, könnt ihr dann einfach daraus was ziehen. Und mein letzter Hack ist für alle Spielkinder unter euch und ich zähle mich selber auch dazu. Es macht nämlich total Spaß, eine Murmelbahn aus Klopapierrollen oder anderen Sachen, die man so im Keller findet, zu bauen. Zum Beispiel Playmobil-Gebäude oder Kehrschaufel, wie ihr hier seht. Ja, und das war auch schon mein Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!